herzlich willkommen, meine Damen und Herren, an den Fernsehschirmen und hier im Studio zu einer neuen Ausgabe von Trotha trifft. Wer die Sendung aufmerksam verfolgt, weiß vielleicht, dass wir zwei große Bereiche ausklammern. Das eine ist die Politik und das andere ist der Sport. Letzteren, weil ich da keine Ahnung habe, Politik wüsste ich schon ein bisschen mehr, aber da möchte ich nicht ins Parteiengedränge kommen. Und wenn ich dann heute dennoch eine Ausnahme mache, dann deshalb, weil ich eine Dame begrüße, die die Politik durcheinandergewirbelt hat wie keine andere zuvor in jüngster Zeit. Und vielleicht erahnen Sie schon, wer das sein könnte. Ich begrüße deshalb also mit ganz besonderer Freude Dr. Gabi Pauli. Dankeschön. Ihr Name ist ja durch alle Schlagzeilen gegangen. Erst Auslöser, dass Sie in der Bayerischen CSU den amtierenden Ministerpräsidenten zu Fall gebracht haben. Sie sagen ja, vorsichtigerweise ein Mini-Beitrag geleistet. Ein Mini-Beitrag, aber das war doch, Sie standen wie dafür. Und dann aber auch die weiteren Schritte, die Sie dann gemacht haben, haben Sie ja immer in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gebracht. Und so wie ich Sie auch kennengelernt habe, sind Sie ja schon seit Studienzeiten mit der Politik ein bisschen verhaftet. Und Sie sind, glaube ich, eine langjährige Landrätin in Franken gewesen. Und damit ist man ja in Bayern ist man König. Also, oder Königin. Und das haben Sie aber aufgegeben, obwohl Sie hätten, glaube ich, vierte und fünfte Mal wiedergewählt werden können. Sie hätten das fast bis ihrem Lebensende machen können. Sie waren hochbeliebt. Und dann sind Sie in die Politik gegangen, in den Landtag. Was hat Sie bewogen, aus dieser so schönen Position einer Landrätin plötzlich in den Landtag zu gehen und dort dann auch gleich ordentlich zu kämpfen? Ja, also ich war 18 Jahre lang Landrätin des Landkreises Fürth, eine, sagen wir mal, auch sehr engagierte Vertreterin der CSU. Fürth bei Nürnberg. Bei Nürnberg, Landkreis bei Fürth, weiß ich Landkreis Fürth bei Fürth, ne? Fürth bei Nürnberg. Fürth bei Nürnberg. Genau. Und nach 18 Jahren habe ich dann aufgehört. Auch deshalb, weil damals, ich weiß, Parteipolitik soll ja jetzt ein bisschen nicht so zentral sein, aber es gehört halt jetzt auch zu meinem Leben. Damals war die CSU eben nicht so ganz einverstanden mit dem, was ich so vorgebracht habe. Es ging ja um Edmund Stoiber. Ich bin dann ausgetreten aus der CSU und bin dann in den Landtag für die Freien Wähler gewählt worden. Und natürlich hätte ich mich wieder wählen lassen können als Landrätin, auch mit sehr guten Ergebnissen. Das stimmt so, wie Sie es gesagt haben, Herr von Trotha. Aber ich wollte eigentlich auch auf der anderen Ebene noch was bewirken, landespolitisch. Nur da war es dann sehr, sehr schwierig und das Klima sehr frostig in Bayern. Aber nun wollen wir noch ein bisschen beleuchten, weil Sie damit stehen dafür, dass Sie den amtierenden Ministerpräsidenten wirklich zu Fall gebracht haben. Naja, erläutern Sie uns das noch mal ein bisschen. Es ist ja ein Panoramabild. Da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Also auch in der CSU ist man sich nicht ganz einig, welche Rolle ich gespielt habe. Aha. Also einmal wurde ich ja fast dafür abgestraft, dass ich es angeblich gewesen bin, die den Ministerpräsidenten zu Fall gebracht hat. Mhm. Man hat ja auch beschlossen im Parteivorstand der CSU, wenn ich mal wieder aufgenommen werden wollte, man würde mich nicht mehr aufnehmen, weil ich genug angerichtet habe. Diesen Beschluss also gibt es. Ein Verbot, noch wieder ein Verbot. In die CSU genau. Einzutreten. Ich darf nicht mehr eintreten, deshalb, weil ich genug angerichtet habe. Ja. Also lastet man mir das ja eindeutig auch an. Andere wiederum, die sehen das als verdienstvoll an, auch in der CSU. Die sagen natürlich, sie seien beteiligt gewesen, nicht ich. Aha. Zum Beispiel Günter Beckstein und Erwin Huber. Ja, die beiden Nachfolger. Die Nachfolger, ja, also der Nachfolger Beckstein, Nachfolger von Stoiber. Ja. Der hat es eine Zeit lang ja sich auf die Fahnen geheftet, dass er das war, der zusammen mit Huber, auch Huber war das, der hat es ebenso für sich verbuchen wollen, ne? Dass die beiden eben zusammen im Wildbad Kreuth damals Stoiber beigebracht haben, dass er zu gehen hätte. Und die Fraktion war auch beteiligt. Also man kann beide Varianten lesen, einmal war ich es, einmal war ich es nicht. Also ich selbst kann es auch nicht ganz einschätzen. Ich weiß nur, dass es damals dem Stimmungsbild der Bevölkerung entsprochen hat. Die meisten in Bayern wollten, dass Edmund Stoiber eben nicht mehr weitermacht. Ja, aber in der Öffentlichkeit sind Sie ja irgendwie damit so plakatiert worden. Also durch was kam dann dieses... Also es ist, ja,
Es ist, sagen wir mal, hautnah immer noch bis heute so, dass in Bayern für mich politische Betätigung sehr schwierig geworden ist seitdem. Und die CSU hat damals mit einer Antipropaganda eingesetzt. Das heißt, man hat versucht, mich zu demütigen in der Öffentlichkeit, hat sehr viel Negatives auch über mich gesagt, mich förmlich beschimpft, kann man sagen. Da kam ein Aschermittwoch, dieser in Passau, legendär, wo man mich ausgebuht hat, also wo Tausende, ich weiß nicht, 5000, wie viel da waren in diesem großen Raum, in dieser Halle. Dann Pauli rausgerufen haben. Markus Söder stand da oben als Generalsekretär am Rednerpult und hat dann noch mit geklatscht zu Pauli raus und das Mikrofon also vor sich gehabt dabei. Und also die CSU hat sozusagen den Trommelwirbel gegen mich eröffnet gehabt. Und seitdem war es für mich auch sehr schwierig, in Bayern irgendwie politisch voranzukommen. Ich bin ja auch aus der CSU dann ausgetreten. Also diese Denunzierung, die konnte ich auch irgendwo nicht mehr ertragen. Und ich hatte dann auch zumindest, was oben, also die Parteispitze anging, den Rückhalt nicht mehr. Wohingegen meine Bürger, sage ich jetzt mal so, die Bürger des Landkreises Fürth und auch in der Region Mittelfranken, da wurde ich ja dann sehr, sehr gut auch in den Landtag gewählt, die haben das anders eingeschätzt. Also ich denke, die Bürger haben auch in diesem Fall anders gedacht, als man versucht hat, von oben her mich darzustellen. Also es war man versuchte sie zu isolieren. Absicht. Und quasi abzustrafen mit Polemik Und die Kooperation mit der Bild-Zeitung. Ich hatte jetzt vor kurzem noch ein Gerichtsverfahren beim Bundesverfassungsgericht. Wurde ein Urteil entkräftet, das in München gegen mich ausfiel. Und zwar hat mich in einer Kolumne ein gewisser Herr Wagner sehr beschimpft damals und hat Begriffe gebraucht, die eigentlich, sagen wir mal, weit jenseits von Gut und Böse waren. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, dass das also nicht an die Ehre geht. Ne? Und man hat ja auch eine Würde als Person und das ist eben ehrverletzend. Und damit wurde ein Urteil von München aufgehoben, das übrigens eine Richterin, die Mitglied der CSU ist, gegen mich gefasst hat. Ich sage es jetzt mal so verknappt. Man kann man ja auch kaum schaffen, in München einem Richter ausgesetzt zu sein, der nicht CSU-Mitglied ist. Aber ich glaube jetzt, wenn es eine Verfassungsrichterin wird. Das ist eine Vermutung, die wir jetzt mal äußern können. Und ich glaube auch, die Richter, weil ich ja selber auch in München studiert habe, und wenn ich dann weiß, höchstrichterlich in Bayern, dann weiß ich sogar, um wen es sich handelt. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie da nicht Sympathien gewonnen haben. Also rebellischer Charakter wird jetzt hier auch deutlich. Ganz genau. Und das ist ja das, weshalb ich Sie eingeladen habe, wegen dieses rebellischen Charakters, weil ja die Partei in Bayern, an der ich auch angehört habe, ja tatsächlich ein bisschen, das ist ja wie ein Verein, wie in einer Monarchie. Also, es bewegt sich nichts und alles ist quasi nur darauf ausgerichtet, dass diese Partei staatstragend den Staat formt und lässt jede Reform eigentlich, die notwendig ist, nicht zu. Aber das ist jetzt, ich habe mich schon wieder auf Glatteis bewegen. Ganz unpolitische Anmerkung sozusagen. Aber umso mehr haben Sie meine Sympathien genossen, als Sie in die Bresche da sprangen und diesen Weg dann auf sich nahmen, der natürlich, glaube ich, unendlich viel freisetzt an unglücklichen Erfahrungen, unangenehmen Erfahrungen, die Sie haben machen müssen im Rahmen der Folgen dieses Ihres Einsatzes. Sie sagten, Sie sind dann in den Landtag gewählt worden als Angehörige der Freien Wähler. Ich bin dann von den Freien Wählern gefragt worden, ob ich bereit wäre, für den Landtag anzutreten. Man hat mich aber auf der Liste nicht oben platziert, sondern auf Platz 8. Und ich habe trotzdem ein sensationelles Ergebnis bekommen. Also ich hatte mehr als der Spitzenmann dann im Mittelfranken. Also mehr als, ich glaube, doppelt macht so viel natürlich Stimmen. Auch keine Freunde, wenn wir gegenüber dem Spitzenmann sind. Ja, obwohl das ist ein guter Freund, wie der von mir war. Und der hat das also nicht nur akzeptiert, der hat sich richtig gefreut. Also der stand auch schon immer hinter mir. Aber anderen bei den Freien Wählern hat es überhaupt nicht gepasst. Es gibt ja da auch Galionsfiguren oder gab es zu dem Zeitpunkt. Es sind bis heute die gleichen Figuren und die haben das dann wieder nicht tolerieren wollen. Also da kommt jemand so von außen reingeschneit, stellt sich hin, kandidiert, hat so ein sensationell gutes Ergebnis, hatte ja auch viel Rückhalt bei der Bevölkerung in Mittelfranken und dann kam der Platzhirschkampf. Also Hirsch gegen Platzkuh wahrscheinlich. Aber Platz 8 ist ja, das waren ja damals, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass die Freien Wähler sich zum ersten Mal bewarben, zum ersten Mal bewarben für den Landtag, weil sie ja sonst immer nur regional Politik betrieben, nun zum ersten Mal für den Landtag.
und doch sind eben hineingewählt worden und dank Ihrer. Sensationellem Ergebnis, ja, genau. Dank Ihrem Ergebnis, also müsste doch die Partei Ihnen wahnsinnig dankbar gewesen sein. Ja, das hat sich aber nicht bewahrheitet. Stimmt. Also das Ergebnis war sensationell, aus dem Stand raus, von 0 auf 100 sozusagen, also mit knapp über 10% in den Landtag gewählt worden, 21 Abgeordnete auf Anhieb. Man hätte sogar eigentlich in die Regierungskoalition gehen können, wenn man geschickter taktiert hätte, und zwar ohne CSU. Also man hätte alle Parteien zusammenschließen können im Bayerischen Landtag und hätte die CSU die Minderheit abgelöst. Gestellt. Man hätte die CSU ablösen können, wenn nicht der Chef der Freien Wähler damals gesagt hätte, nein, wir wollen erst noch die Schulbank drücken. Also man selbst hat sich die Macht nicht zugetraut. Und das war für mich schon mal der erste gravierende Fehler, dass man da nach der Wahl nicht die Macht, die einem der Bürger ja hätte geben wollen, ergriffen hat. Ja. Denn die Krux wäre gewesen, man hätte mich wahrscheinlich irgendwo mit ins Kabinett nehmen müssen. Ja. Und da war wieder dieses Denken mit ihr nicht. Ne? Und bevor wir sie dazu nehmen, warte ich lieber noch aus dem Denken. Es geht nie um, sagen wir mal, Objektivität. Ja, es geht immer um die Macht für einzelne Personen. Also auch nicht um Sachinhalte. Sie haben sicherlich eine bestimmte Sachthematik vertreten. Und der Vorsitzende Ihrer Partei möglicherweise auch. Und das konnte sich nicht unter einen Hut bringen lassen? Also, oder waren eben einfach die persönlichen Rivalitäten das? Ich habe das jetzt mal einfach so behauptet. Aber es hätten sich alle Parteien zusammenschließen müssen, außer der CSU. Wer wäre das alles gewesen? Die FDP hätte noch mitmachen müssen. Ob das gelungen wäre, weiß ich nicht. Gut, aber Frau Wähler, FDP ist ja nicht so weit weg voneinander. Die FDP hat mir ja dann eingekauft seitens der CSU. Ne? Also die CSU war natürlich dann... Die FDP hört eingekauft. Naja, politischer Deal ist das. Ne? Man kauft ja immer... Man kriegt Posten dafür. Ne? Die FDP hat ja dann Ministerämter bekommen, als Entlohnung für Treue dann, Bündnistreue. Aber das hat dann auch nicht geklappt. Aber man hätte natürlich der FDP ein bisschen mehr bieten müssen, so ist das politische Geschäft. Und dann hätte man mit der FDP zusammen eine große Koalition der Oppositionsparteien der ehemaligen Also FDP, SPD und Freie Wähler. Grünen und Freie Wähler. Also eine vierer Koalition. Hätte man nicht ganz leicht zu managen. Nicht leicht. Das sowas, aber ich meine, alle wären zum ersten Mal in Bayern an der Regierung gewesen. Und diese historische Tat hat man leider verpasst. Ja. Es scheiterte an den Freien Wählern, die gar nicht, die stärksten waren unter allen, Oppositionsgruppierungen. Die haben noch nicht einmal die Gunst der Stunde erfasst und haben Gespräche geführt. Die saßen am Tisch der CSU und haben sich da abspeisen lassen als unwichtig und sind gegangen. Tatsächlich, ja. Dabei hätten sie ja, wenn die Opposition so als Regierung dann zustande gekommen wäre, hätten ja die Freien Wähler dann den Ministerpräsidenten gestellt, weil sie stärkste Partei waren. Sie also das hat sich den der Landesvorsitzende tatsächlich entgehen lassen. Aus den Reihen der Oppositionsparteien zumindest den Ministerpräsidenten stellen, alle Minister stellen können. Und ich verstehe es bis heute nicht ganz. Also die anderen Parteien haben auch ihren Stiefel weitergemacht. Wir sind Opposition, wir bleiben Opposition. Ja. Die CSU hat dann ganz schnell die FDP im Boot gehabt. Eigentlich hätte man sich um die FDP bemühen müssen. Ja, das hat dann keiner so wahrgenommen. Und Sie konnten sich nicht da durchsetzen mit einer, Sie haben ja eine starke Überzeugungskraft, die ist ja überall, egal wo ich sie in den Medien sah oder auch in Diskussionsbeiträgen, dachte ich, Donnerwetter, die Frau bringt ja eine Menge an Argumenten, die überzeugend sind. Also hätte man doch meinen müssen, dass wer politisches Gespür hat, tatsächlich ihrer Überzeugung auch folgen kann. Ich habe es in der Fraktion zur Sprache gebracht. Und da hieß es, man sei noch zu neu im Landtag, denn die 21 Abgeordneten waren ja alle zum ersten Mal Abgeordnete. Ja, ja. Viele kamen aus ihrem Berufsleben heraus. Der eine war Optikermeister, der andere kam vom Bauernhof. Ja. Man saß zum ersten Mal in den Landtagsbänken und wollte sich erst mal orientieren. Ja. Also das hat viele waren wie vom Blitz getroffen, die waren auf einmal Abgeordnete. Ja, ja. Und das war zu viel auf einmal. Also man hat sich das nicht zugetraut. Kann man auch in Protokollen noch nachlesen. Bei der Fraktionssitzung der Freien Wähler wurde es so dann gesagt, nee, noch nicht so schnell an die Macht, erst mal ein bisschen warten. Schade, wenn der Atem der Geschichte so an den vorbeigeht. Das hätte Bayern revolutioniert. Ja, und selbst wenn die Bayern FDP noch ein Ministeramt mehr gekriegt hätte, also ich hätte es gemacht damals, aber gut. Ja, gut. Das sind dann so historische Fehler. Ja, das ist wirklich ein historischer, denn die Identität Bayern gleich CSU hätte man eben mal aufbrechen können. Dieser Nimbus wäre für immer weg gewesen. Jetzt hat die CSU wieder unheimlich aufgeholt, die CSU. Und jetzt ist sie wieder in der absoluten Mehrheit. Ja, und jetzt ist sie wieder so zementiert quasi. Politik zementiert. Like ever. Ne? Ja, like before. Like before and ever. Ja, also, dann sind Sie aber, die Freien Wähler, Sie lassen sich erkennen, dass die Freien Wähler auch da Schwierigkeiten hatten.
Und dann sind Sie da raus? Oder, es sind keine politischen Profis. Inzwischen sind sie vielleicht ein bisschen professioneller geworden. Aber die Freien Wähler haben eigentlich ein großes Thema. Sie sind fixiert auf eine Person und der sagt, wo es lang geht. Der und das war ja dann auch bei mir so, dass er dann damals mit mir ins Hadern kam und gemeint hat, es kann nur einer machtvoll sein an der Spitze. Und dann gibt es da auch nicht so viel Demokratie. Ja, ja. Also es kann ja wohl nicht sein, dass ich aus der Fraktion ausgeschlossen werde, nur weil ich eine andere politische Meinung habe. Es bestimmt, wenn dann der Verband oder die Partei, das muss dann im Parteivorstand normalerweise, wenn da ein Ausschlussgrund wäre. Ja. Und dann müsste man einen als Mitglied ausschließen. Ja. Und dann könnte man sagen, gut, dann können wir sie auch in der Fraktion vielleicht nicht mehr dulden. Aber trotzdem, ein Ausschussverfahren wegen politischer Inhalte ist eigentlich, solange man auf demokratischem Boden steht, nicht üblich. Genau, es müsste zugelassen sein, wenn Sie den demokratischen Boden verlassen hätten. Eben, also war eine Meinung. Dann ist es systematisch, aber solange Sie im Rahmen der Demokratie, des demokratischen Konsenses bleiben, dann ist natürlich ein Ausschuss, und da gibt es kein Schiedsgericht, was dann, was Sie hätten anrufen alles können. Alles ausgehebelt dort. Alles ausgehebelt. Ich wollte dann noch mal in die Bundesvereinigung der Freien Wähler eintreten. Ja. Dann hat mir der Vorsitzende, es ist der gleiche wie der Fraktionsvorsitzende in Bayern, hat auch auf Bundesebene hat mir dann geantwortet, nein, das geht nicht, ich werde nicht als Mitglied aufgenommen. Und dann wollte man, oder hat man sogar Sicherheitskräfte beim Parteitag aufgestellt, dass ich nicht in den Saal reinkomme, obwohl ich dann gar nicht eingetreten, also obwohl mein Aufnahmeantrag gar nicht zugelassen worden ist. Und ich habe dann auch beschlossen, nicht dahin zu gehen. Ja. Aber für den Fall, dass ich kommen würde, standen da so Bodyguards, so schwarze, schwarz bekleidete große Männer da. Ja. Und die hätten mich dann noch raustragen sollen. Ja. Und das hat für mich auch nichts mehr mit Demokratie zu tun. Denn ich habe ja für die einen Europawahlkampf geführt mit 1,7%. Ja. War ja auch nicht ganz schlecht. Ja, nee, ne? Da war ich Spitzenkandidatin. Ja, ja. Da gab es kein Geld, keine Geschäftsstelle, da gab es kein richtiges Programm, das hat man ganz schnell gemacht. Aber es gab keine Infrastruktur und ich bin durch ganz Deutschland gereist und habe immerhin für die Freien Wähler noch 1,7% bei der letzten Europawahl bekommen. Dafür haben die eine Menge Mittel bekommen, Bundesmittel, ne? Über 300.000. Um erneut starten zu können. Um dann jetzt den Bundestagswahlkampf zu finanzieren und so weiter. Ja. Über 300.000 Euro. Ja. Und das hatte ich alles für die Freien Wähler sozusagen eingefahren. Ja. Und dann wollte ich in die Bundesvereinigung der Freien Wähler eintreten. Dann sagt man, nein, Frau Pauli wird nicht zugelassen und stellt auch noch Sicherheitskräfte ab. Ich habe mich nie negativ zu den Freien Wählern geäußert. Ich habe im Landtag fast immer mit den Freien Wählern gestimmt. Ich war Freie Wähler-Abgeordnete. Ja. Ich wurde ja über die Freie Wählerliste reingewählt. Ja. Nur weil ein Vorsitzender dachte, ich nehme ihm was von seiner Macht weg, werden solche, sagen wir mal, auch undemokratischen Rituale vollzogen. Ja, also Sie haben natürlich eine unglaubliche Öffentlichkeitswirkung gehabt, unsichtlich auch für die Freien Wähler. Und so ein, ich sag mal, blasser Landesvorsitzender fürchtet sich natürlich vor einer Frau, die so offensiv sein kann. Aber es ist ein Armutszeugnis in der Politik. Also wenn die CSU beschließt, sie darf nicht mehr reinkommen, auch aus Angst, denn was soll ich denn da machen? Ja. Also wenn ich jetzt Mitglied wäre, was würde denn passieren, außer dass ich vielleicht die Reihen deshalb wieder in Unordnung bringe, weil viele denken, die Frau Pauli ist vielleicht doch nicht ganz verkehrt. So ist es, ganz genau. Das könnte sein. Da würden sie dann also quasi da haben sie Angst davor bekommen. Ja, ja, das ist natürlich wahr. Also Sie vermitteln offenbar für Mächtige Angst, weil diese Mächtigen fürchten, ihnen würden die Fälle davon schwimmen. Sind Sie... Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ja. Denn es ist doch nur die Macht des Wortes, die Macht des Argumentes. Und in der Politik ist es üblich, dass man was vorträgt. Ja. Und da gibt es ja auch eine Gegenrede. Und wenn die anderen überzeugender sind, dann sollten sie das doch sagen dürfen. Ja. Und ich ja auch. Ja. Aber irgendwas muss dran sein, denke ich, wenn ich auftrete. Ich kann Menschen ansprechen. Ich meine, als Landrätin war es ja auch so, innerhalb dieser 18 Jahre, ich bekam immer bessere Ergebnisse. Ja. Dann rund 66% am Schluss. Und bei der nächsten Wahl hätte ich wahrscheinlich noch mal mich gesteigert. Und das kommt doch nur durch das Auftreten und Argumentieren. Ja, ja. Und das wird wohl manchmal auch gefürchtet. Ja. Ich war ja nie radikal. Ich bin es auch heute nicht. Ich bin, obwohl das Buch so heißt, Rote Rebellin, ich bin keine Rebellin. Das würden wir vielleicht gleich machen. Also ich bin eigentlich ich bin nicht als Rebellin geboren. Vielleicht. Ich gehe auch nicht auf die Straße und werfe Farbbeutel oder sonst was. Ich stelle aber nachher noch mal eine Frage. Halten wir doch erstmal das Buch, die Rote Rebellin. Warum heißt es Rote Rebellin? Also, das vielleicht ist das Kamera ziemlich, auch mal kurz.
Das Wort rot hat nichts mit meiner politischen Orientierung zu tun. Das ist ja das, was sehr irritiert. Eine Zeit lang hatte ich etwas mehr rot im Haar und ein rotes Motorrad. Vielleicht ganz deshalb. Genau, das ist ja auch durch alle Gazetten gegangen. Vielleicht hat die Kamera 1 oder Kamera 1 mal, dass Sie das einfassen können und zoomen zu dem Buch. Da haben Sie Ihren Lebensweg beschrieben, ja? In etwa ein Drittel davon ist so ein bisschen Biografie. Ja, ja. Und das andere ist dann... Jetzt haben wir es gut gesehen. Das andere ist dann zur Politik. Aha, ja. Und für mich war auch wichtig das Schlusskapitel. Während ich das Buch verfasst habe, zusammen mit dem Herrn Otzelberger, der ist Journalist bei der Bunden. Und wir haben das dann so ein bisschen kooperativ gemacht. Ich habe meine Dinge vorgetragen, habe es auch geschrieben, er hat es überarbeitet und so weiter. Aber während dieser Zeit ist dann auch mein Bruder verstorben. Und dann habe ich das auch ein bisschen mit ins Buch, sagen wir mal, aufgenommen, insofern, als ich manches Nachdenkliche auch noch dazu schreiben wollte. Denn das Leben ist ja nicht nur eine Abfolge von Ereignissen. Es gibt ja auch einen gewissen Zusammenhang, warum man manches erlebt hat. Ja. Und wenn man dann mitbekommt, wie ein engster Familienangehöriger, der auch doch, sagen wir mal, mein Bruder war über Monate hinweg sehr krank, wie dann jemand aus dem Leben geht und mir am Schluss noch sagt, so, das war wirklich fast so wie der letzte Satz an mich, also auf einmal kann ich nichts mehr tun und jetzt sehe ich erst, was das Leben mir eigentlich schon geschenkt hat. Jetzt erst verstehe ich es. Es waren eigentlich alle schon Geschenke, die man bekommen hat. Nur als Mensch, solange man so lebt, nimmt man das nicht so wahr. Wir nehmen es so selbstverständlich. Allein, dass man aufstehen kann und laufen kann und rausgehen kann und Luft atmen kann, das sind doch auch schon Geschenke, die man bekommen hat. Und warum schätzen wir das nicht mehr? Und wenn man es nicht mehr kann, weiß man es erst richtig zu schätzen. Und das hat mir sehr viel zum Nachdenken gegeben. Und deshalb ist vieles, was da passiert ist in meinem Leben oder im Leben von anderen, eigentlich, kann man aus einer anderen Perspektive sehen, am Schluss doch nicht so richtig wichtig. Das Schönste ist eigentlich, dass man überhaupt so weit kam, dass man vieles hat machen können. Ja, also das heißt, Sie sind innerlich sehr viel souveräner geworden. Vielleicht mit der gewonnenen Unabhängigkeit zur Politik. Ich wollte Sie noch fragen, bevor wir kurz auf das Buch gesprochen sind Sie konsensfähig? Ich war nie rachsüchtig. Also der Gedanke, dass jetzt jemand, der mich sozusagen bei bestimmten Themen gestoppt hat, dass ich da was gegen den persönlich unternehmen müsste, also der kommt mir eigentlich nicht. Und Kulanz kann ich nicht mehr haben, wenn es darum geht, dass ich sehe, wie andere Menschen leiden. Da kann ich dem Täter also eigentlich wenig Kulanz entgegenbringen. Auch nicht die Rache an der Person, die was tut, aber die Macht nehmen. Das ist mein Ziel. Aber sehr viel Politik ist ja auch immer ein Kompromiss zu finden. Und ohne den eigenen Kurs zu verlieren. Aber doch, um eine möglicherweise Mehrheiten zu gerieren, aus denen man mehr durchsetzen kann, als wenn man so konsequent nur den eigenen Weg verfolgt, ohne dass man Kompromisse möglicherweise schließen möchte. Also ich habe mich oft in der Lage gesehen, dass ich Mehrheiten hatte, bis dann die CSU einen Parteitag abgehalten hat, wo sie gegen ihr eigenes Gedankengut gestimmt hat, nur weil es von der Frau Pauli kam. Das geht auch, ne? Dass man eben die Person höher bewertet als den Inhalt. Ich habe da zwei Anträge gestellt zu meinem letzten Parteitag, wo ich war. Danach bin ich auch ausgetreten. Das war Gedankengut der CDU. Da ging es einmal um die Türkei-Mitgliedschaft in der EU. Da hat die CSU ja einen ganz massiven Gegenweg. Auf keinen Fall. Ja. Ne? Man baut immer neue Hürden auf, bis heute. Und die CDU hat einen etwas liberaleren und toleranteren Kurs. Und den habe ich eigentlich in einem Antrag formuliert. Das hat man nur deshalb abgelehnt. Ich denke, das wäre eigentlich mehrheitsfähig, weil ich das war. Und das Zweite war zur Familienpolitik. Also überall, also da, wo Kinder in einer liebevollen Gemeinschaft aufwachsen, ist für mich Familie. Auch CDU-Gedankengut hat man in der CSU auch. Also ich war die Einzige, die dafür gestimmt hat, für meinen Antrag bei über 1000 Menschen, Delegierten. Naja, also das kann nicht sein. Da also es war ja wirklich Furcht offenbar im Rennen. Wenn Sie als Einzel unter 1000 Delegierten als Einzelne dafür stimmen, dann... Da stimmt was nicht. Es gibt auch in der CSU etwas liberaler denkende Menschen, aber man hat die so instruiert und die haben mich ja auch dann nicht gewählt. Ja, ne? Ja. Ja,
nicht Pauli. Ja. Also da hat Stoiber und seine Mitstreiter, die haben so viel Einfluss gehabt auf diesen ganzen Parteitag. Ja, ja. Und es war inszeniert und vorbereitet bis zum letzten i-Tüpfelchen. Ich war ja auch in der Antragskommission in Vorbereitung dieses Parteitags. Ach so. Und habe ich mitgekriegt, wie Anträge, die nicht genehm waren, vorher zurückgezogen werden mussten. Ah, die kriegen ein Signal. Also Antragsteller, wenn du bitte, nicht das passt nicht. Ja, ja. Ja. Oder wir formulieren deinen Antrag um und dann bringen wir ihn doch ein. Aha. Und die Anträge, die da diskutiert werden, die werden dann von Ministern beantwortet. Die Minister sind bestens präpariert. Auf einen harmlosen Antrag reden auf einmal zwei Minister. Man wundert sich, die kippen denn die ganze Stimmung um, haben tausend Argumente. Also der Antragsteller kann gehen. Ja. Ja. Und so werden dann auch Parteitage inszeniert. Aha, ja, ja. Und da wurde auch gegen mich inszeniert. Ja. Und ich bin dann ausgetreten, weil ich erstmalig, eigentlich, da wurden mir die Augen geöffnet, gemerkt habe, dass es ein Propagandaapparat ist, diese CSU, und dass Demokratie da ganz klein geschrieben wird. Ja. Sie haben ja dann nochmal auch eine eigene Partei gegründet. Das hat aber auch nicht... Da sind die eigene Partei, die wurde dann so unterwandert, dass sie mir eigentlich schon kurz nach der Gründung auseinandergebrochen wurde. Ja. Denn ich hatte Mitglieder aus sämtlichen anderen Parteien dort. Jeder hat welche geschickt zum Beobachten. Die Unzufriedenen der anderen? Oder, Destruktive, nein, die kamen eigentlich, um zu zerstören. Ach so, richtig. Mhm. Und das sollte auf keinen Fall was werden. Ja. Es waren aus der CSU welche dabei, Freie Wähler, ganz links, also ich hatte das ganze Parteienspektrum, ich habe mich auch am Anfang gewundert, ne? Alle, die mussten ja angeben beim Aufnahmeantrag, wo sie herkommen. Ja, ja. Fast jeder Zweite kam aus einer anderen Gruppierung raus, manche haben es ja auch verschwiegen. Ja. Selbst von rechtsradikal kamen welche, das war schon der erste Skandal, was macht man dann mit denen, Ausschussverfahren. Also es war jedenfalls so, dass ich es in dieser Partei oder mit dieser Partei leider nicht schaffen konnte, mich, also dass wir an die Bundestagswahl kamen oder das auch nicht schaffen konnte, mich weiter zu engagieren, denn wir hatten ja auch keine Finanzen und das ist die Krux von neuen Parteien. Ja, ne? Also man muss ja wirklich aus Spenden leben und das geht am Anfang nicht. Dann frage ich Sie jetzt quasi zur letzten Frage, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben. Was sind dann jetzt, gibt es für Sie noch weiter politische Ziele? Sie werden Ihr politisches Credo nicht verlassen können, wahrscheinlich auch nicht aufgeben wollen. Welches Ziel haben Sie jetzt in naher oder auch fernerer Zukunft? Inzwischen bin ich irgendwie auf ganz anderen Wegen, aber auch politisch. Mhm. Denn man kann auch außerhalb von dem Parlament, vor allen Dingen, wenn man ein bisschen bekannt ist, Politik machen. Zum Beispiel auch so, indem man aufzeigt, wo bestimmte Themen da sind, die bearbeitet werden müssen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die bayerische Psychiatrie. Mhm. Und nicht nur in Bayern ist es so, dass Menschen in psychiatrischen Anstalten, ich muss sagen, gefoltert werden. Mhm. Und der Herr Mollert ist ein guter Vertreter dieser Offenlegung dieser Zustände in der Psychiatrie. Und ich Wir bin werden jetzt ihn in dort, die Sendung hineinnehmen. Ja, ja, das ist sehr, sehr sinnvoll, denn ich bin jetzt auch in Kontakt mit Herrn Mollert und anderen und ich möchte damit unterstützen, dass das auch offengelegt wird, was dort alles passiert. Und es ist auch Politik, also ohne Mandat und das geht auch. Ja, also auch da bleiben Sie Reformerin bis zur Rebellin und bis zur politisch immer Gestaltenden. Denn das trotz Familie, also ich kann nur sagen, Hochachtung. Und mit einem Charme und Überzeugung, wie also, Sie das machen, kann ich nur sagen. Also ich habe kein Baby mehr zu Hause, sondern meine Tochter ist schon ganz schön erwachsen. Aha, gut. Aber gleichwohl, also in Ihrem Kampf möchte ich Sie unglaublich unterstützen, weil es dringend notwendig ist, dass jemand gegen den Stachel löckt und nicht alles in einem Brei der Zustimmung ertrinkt. Und wenn Sie da weiter in diesen Weg vorangehen, bin ich Ihnen sehr dankbar, werde diesen Weg aufmerksam verfolgen und Sie möglicherweise erneut hier einladen zu einem Gespräch. Dann ziehen wir eine andere Bilanz, als wir sie eben gezogen haben zu dem Vergangenen, sondern vielleicht zu dem Zukünftigen, was Sie noch vorhaben. Und ich hoffe, dass Sie auch da Mitstreiter finden. Ich bin absolut sicher, Sie haben sicherlich auf dem Wege durch diese ganzen Problemstellungen viele Mitstreiter auch gewonnen, denen Sie auch vertrauen können und die nicht von anderen geschickt worden sind, um Sie zu demontieren, sondern Sie zu unterstützen. Dankeschön. Also ich wünsche Ihnen eine tolle Zukunft. Ich bin mir absolut sicher, ich darf Ihr Alter ja verraten, 56 Jahre. Also Ihnen stehen noch mindestens 20 Jahre politischer Gestaltung oder 30 Jahre politischer Gestaltung vor sich. Und für diesen Weg wünsche ich Ihnen Dankeschön. Tollen Erfolg. Und ich bedanke mich auch, dass ich die Gelegenheit hatte, hier manches vorzutragen an rebellischen oder nicht so rebellischen Thesen. Ja, und Ihrem Buch wünsche ich weiterhin Erfolg und bis zum nächsten Mal.